Okay, I'm OD. This is the title track of the last album. It's called Epitome. Das erste Mal, dass ihr gespielt habt auf dem Mounds of Death? Nein, das dritte Mal. Das war 2001, glaube ich, oder 2002, dann 2005 und jetzt 2010. Also. Und wie ist es jetzt zum 10-jährigen Jubiläum hier spielen zu können? Ziemlich cool. Die Murtertal ist halt immer super, ne? Kommen wir immer gerne her. Ich meine, wer kommt hier nicht gerne her, oder? Ich denke, die ganzen Leute, die auch traditionell hierher kommen, jedes Jahr, kommen sicherlich auch wegen der Gegend und dem ganzen Flair, weil alles so relaxed ist, die ganzen Leute relaxed sind, die Crew absolut relaxed ist, die Anwohner auch, finde ich. Also es ist
ziemlich cool herzufahren auch. Ist auch nicht so weit für uns aus Deutschland. Ne? Und wie hast du die Show erlebt? Was sind deine Eindrücke? Ich hatte viel Spaß, war super. Fand es ziemlich toll und ja, wie immer. Ein Spaß auf der Bühne heute auf jeden Fall. Ja. Ein würdiger Geburtstag. Ja, auf jeden Fall. Ja. 10. Jubiläum, gell? Ja, ziemlich cool. Seid ihr demnächst wieder mal in der Schweiz unterwegs? Ich denke im 2011 dann wieder. Bestimmt in der Schweiz 2-3 Dates. Und ja, mit dem neuen Album. Und dann werden wir Europa ziemlich heftig betouren, glaube ich. So ist zumindest die Idee. Weil wir haben Europa etwas vernachlässigt die letzten 3 Jahre, glaube ich. Und da haben wir einiges nachzuholen. Das machen wir dann auch 2011. Ihr seid sicher eine große Inspiration für andere technische Bands. Wie geht ihr damit um? Wir sehen es als Kompliment, auf jeden Fall. Und wir sind immer wieder, jedes Mal, wenn wir darauf angesprochen werden oder uns Bands beichten, dass wir einer ihrer Haupteinflüsse sind oder so, ist natürlich das größte Kompliment, was ein Musiker kriegen kann. Dass andere junge Bands, die spielerisch auf dem gleichen Niveau sogar sind und so, ne? Dass die uns als Einfluss sehen. Das finde ich halt, das ist das größte Kompliment, was man kriegen kann. Es tut jedes Mal gut auf jeden Fall. Ja. Und wir sind auch froh drum, weil ich glaube, es ist die beste Bestätigung für einen Musiker. Ja, so als, weil man schreibt vielleicht die Musik im Proberaum oder zu Hause am Rechner, am Computer und glaubt, dass es ziemlich geil ist und so. Aber man braucht schon das Feedback. Nicht nur von den Fans, dann auch von Musikerkollegen und auch von jungen Bands, ja, die dann das aufgreifen vielleicht und sagen, ja, ist ziemlich cool. So will ich auch klingen oder so. Wenn sowas passiert, ist für uns das höchste Lob, was man eigentlich bekommen kann. Finden wir super, ja. Danke vielmals, das war's eigentlich schon. Kannst du kannst doch sagen, was du willst zu den Zuschauern, die das schauen werden? Auf jeden Fall, 2011 wird ein ziemlich gutes Jahr für Necrophages und ich hoffe, dass, dass alle unsere Fans genauso auf die neue Platte warten wie wir, dass sie rauskommt und dass wir sie zusammen abfeiern können, in Europa und wo auch immer. Wird ziemlich cool und ich freue mich auf 2011. Es wird wahrscheinlich musikalisch für mich das beste Jahr, das ich in meiner Karriere hatte und wird ziemlich geil. Kommt's auch. Danke vielmals. Dominus Tuber!
Thank you.